Moin Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Infinite Fusion Last Look Challenge mit mir, euren Nerds. Ja, und ich habe im Übrigen herausgefunden, dass es auch hier eine Speed-Taste gibt. Wie geil ist das denn? Ja, wir sind ja quasi immer noch in, oder eher gesagt, erst im letzten Part erst hergekommen. In Lavandia. Und ich muss wirklich sagen, die Musik aus der dritten Spielegeneration, die klingt katastrophal. Man hätte ruhig die Musik in der ersten Spielegeneration hiermit lassen können, weil die hat so dieses richtige atmosphärische, düstere, bedrückende Feeling mit gehabt. Apropos erdrückend und ja, so düsteres Feeling, das hatte ich quasi auch gehabt, als ich ja den Felstunnel hinter mich gelassen habe, wo wir quasi zwei Leute verloren haben. Und ja, ich habe quasi ein bisschen trainiert. Ich zeige euch mal zumindest hier meine neuen Teammitglieder. Wir haben jetzt zum einen hier Link. Link wird jetzt so nebenbei noch ein bisschen mit hochtrainiert. Pampers hat sich quasi schon sehr früh hier schon mit weiterentwickelt. Sehr nice. Und der Terry hat sich im Übrigen auch schon hier mit weiterentwickelt. Also das wird dann eben dann richtig spaßig. Oh, und bevor ich es vergesse, eine Sache muss ich hier noch mit einstellen, weil das habe ich ja quasi während der Trainingseinheiten mitgemacht. Dass man quasi ja immer wieder gefragt hat, ob man das Pokémon mit wechseln möchte. Das fällt natürlich jetzt wieder mit aus. Jetzt geht es ja quasi ab auf die neuen Routen. Und da fangen wir jetzt quasi noch ein paar Pokémon. Und ich würde mal sagen, wir fangen am besten hier beim Turm mit an. Also hier kommt ja zwar auch noch unser Rivale. Okay, gut, der kommt doch ein bisschen eher als erwartet. Ich dachte, ich könnte ja noch ein bisschen durch die Gegend rumrennen. Gut, was soll ich machen? Was machst du diesen schönen Kampf gegenüber unseren Rivalen Cheater? Ja, das wird richtig spaßig. Währenddessen ich zwei Pokémon bei mir mit dabei habe, die nicht gerade sehr stark sind. Er hat zumindest auch schon mal ausgewechselt. Sehr nice. Tja, hier kann ich erstmal noch wenig ausrichten. Der kann doch hier safe mit einer Bodenattacke kommen. Bodenflugattacken. Wir gehen mal zu Peppers raus. Ich bin mal gespannt, ob sich dies hier lohnt. Twister. Okay, gut, so war es sogar gerade. Drachenattacke. Nice. Sehr schön predicted. Da gehen wir erstmal auf den Gainer. Und dafür wird es erstmal eine Runde rumgeraged. Gut, ich bin mal gespannt. Dieser bleibt zumindest drin im Rage-Modus. Das war sogar Critical Hit. Nice. Super effektiv. Jetzt wird erstmal der Angriff erstmal um eine Stufe mit erhöht. Gut, dann werde ich mich jetzt erst einmal so nach und nach wieder mal ein bisschen mit hochheilen. Was man kann, kann man natürlich. Ich glaube, ich sollte vielleicht jetzt das Ganze finishen. Vorausgesetzt, dieses Vieh bleibt es noch eine Runde lang im Schlafmodus. Weil dann ja, besteht da wenigstens jetzt nicht die Gefahr, dass es mich auf plus 2 jetzt irgendwie wegknallt. Na gut, ich bin diese plus 2. Okay, gut, die waren jetzt förmlich geschenkt. Ich hatte schon Schlimmeres ja, vorgestellt. Mal sehen, Bodenflug. Wir gehen erst einmal auf den Rollout. Rollout und dann wollen wir mal sehen, wie wir das Vieh irgendwie mit rausbekommen. Ich meine, der geht sowieso jetzt nur auf Rage, obwohl eigentlich hier nicht so dieser Effekt eingetreten ist wie in der ersten Spielgeneration, wo du einmal Rage geklickt hast und quasi dann nie was anderes mehr drücken konntest, bis dann eben dann bei der Kampf irgendwann zu Ende war oder dein Pokémon besiegt war. Also der hätte ruhig auf einen anderen Move mitgehen können, weil der war jetzt auf Stufe 3, 4, ich habe nicht drauf geachtet. Also, Automize. Oh, das nehme ich halt eben sehr gerne mit. Im Austausch gegenüber Tackle. Komm, Tackle brauchst du eh nicht. Tackle braucht ja Link nicht, das müssen wir da noch ein bisschen anders mitgestalten. Peppers kommt auf Level 20, sehr nice. Starbra. Camouflage. Ich dachte schon, der Kind ist hier für eine Psycho-Attacke. Weil ich bin ja quasi in mein Rollout gelockt. Der hätte für eine Psycho-Attacke gehen können und mich jetzt einfach mal easy wegknallen können. Oh mein Gott, das ist einfach ein unverschämtes Glück im Unglück. Ja, Gyarados, komm ruhig mit Bedrohung rein. Das ist Rollout Stufe 5, tschüss. Nice. Okay, also so kann man auch einen Rivalenkampf mit bestreiten, nehme ich einfach sehr gerne mit. Gut, du willst... Na, warte mal, wer will... Nee, war doch der. Der will Aquavelle. Nur gut, wegen Sherlock. Nö, dich behalte ich physisch offensiv. Also Aquavelle lernt Terry hier nicht. Wow.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass quasi. Oh gut, da findet gerade noch ein bisschen Story mit statt. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass unser Rivale hier mit seinem Star Plus so dermaßen missplayt. Der hätte mich einfach mit einer Psychoattacke wegknallen können. Safe. Psystrahl wäre kritisch gewesen. Also, Na komm schon. So. Los, erzähl uns, wie man den Meisterball mitmacht. Ihr habt doch an der Silfco gebeutet, als es dort entwickelt wurde. Achso, du hast ja quasi. Achso, das geht ja quasi zu dem Rübel da. Ist ein bisschen schlecht dargestellt. Erstmal sehen. Du hast das Silfco gebeutet und wie es dort mitentwickelt wurde, also hast du auch die Pläne. Na los! Sprich endlich, alter Mann! Okay, jetzt geht ein bisschen sehr frühzeitig. Ach gut, verstehe. Ich brauche noch das Silfco. Erst dann kann ich quasi mit dort meinen roten Encounter mehr holen, weil ansonsten komme ich noch gar nicht in den Genuss. Da finde ich ja quasi nur Geister. Geister, die ich ja quasi, oder eher gesagt, die ich hier nicht als Pokémon manifestieren können. Okay, so wie dazu. Dann hätte ich so gesehen auch später hier mit herkommen können. Ob da wo es der Level-Moment angepasst worden wäre? I don't know. Na gut, dann nutzen wir mal die Sache halt eben ein bisschen anders. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier hin. Kann ich eigentlich mir hier einen roten Encounter, Route 12, kann ich mir holen. Ich meine, ich habe zwar eine alte Angel, aber holen könnte ich mir quasi das generell. Oder warte mal, gibt es nicht irgendwo Gras? Da ist erstmal ein Item, das muss ich mir erstmal holen. Eine Großwurzel, okay, nimmst du gerne mit. Diesen Baumstamm, kann ich damit interagieren? Nee, schade. Hätte auch zu schön sein können. Gut, mal sehen, was machen wir denn mit dir? Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal hier noch ein bisschen weiter. Oder nee, ich werde jetzt erst einmal Link wieder nach hinten schicken. Sollte quasi einer der Trainer hier mit irgendeinem Pokémon kommen, was dann dementsprechend auch in Verfolgung so drücken kann, wäre ein bisschen kontraproduktiv. Der Angler, der kann ruhig sich erst einmal irgendwo anders eine schöne Aussicht mit genießen. Gut, ich würde mal sagen, ich schalte mal rein, sobald er sich irgendwie mal hier umdrehen tut. Ein paar Sekunden später. Okay, nevermind. Ich habe eindeutig jetzt viel zu lange gewartet und der hat sich immer noch nicht umgedreht. Komisch, vorhin hat er sich umgedreht. Okay, gut. Währenddessen wir jetzt hier diesen schönen Kaffee-Bild mitmachen, kann ich ja doch nun endlich einmal zu der Thematik bekommen, die ich eigentlich schon im letzten Part mit erwähnen wollte. Und zwar über das Ranking von VMs. Ich werde halt eben dann dieses Ranking der VMs dann dementsprechend auch noch in einem separaten Video mitbringen. Weil, warum eigentlich nicht? Ich mach's einfach. Und dementsprechend, ich habe es ja quasi schon im letzten Part ja schon mal so angeteasert. Letzter Platz ist dann so meines Erachtens Auflockern. Weil Auflockern einfach nur dafür besorgt, dass man quasi dann den Nebel mit wegbekommt. Klar, du hast dann eben dann noch so im Competitive ist natürlich Auflockern eines der besten Moves, die man sich überhaupt damit vorstellen kann. Ist durchaus mit nachvollziehbar. Aber jetzt so rein von dem Spiel her mitgesehen, eigentlich macht der Auflockern nur den blöden Nebel weg. Und das Ding ist, der Nebel, der wurde in der vierten Spielegeneration nicht nur mit eingeführt, sondern auch gerade wegen dem Nebel, dass du halt eben dann noch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer wieder mal mit missen tust, hat es dann noch den Effekt, dass du dann noch einige Attacken mitbekommen hast, die dann extra, unabhängig von der Genauigkeit, dann stets immer ihr Ziel treffen oder nicht. Also so ähnlich wie es eigentlich auch schon mit Sternshow in der ersten Spielgeneration mit ist, aber da wurden in der vierten Spielgeneration an sich die meisten Attacken quasi mit generiert, die dann definitiv nicht einmal ansatzweise auf die Genauigkeit mit drauf achten und stets immer mit treffen. So wie es unter anderem wollen die, nice. So wie es dann unter anderem, mit dem Aurasphäre mit ist. Charge Beam, oh, tut ein bisschen weh. Das tut ein bisschen weh, der ist jetzt auf plus 1. Ne, ich wechsle mal aus. Ich habe nicht so das Bedürfnis, jetzt hier auf eine plus 1 im Elektromove jetzt hier weiter mitzugehen. Könnte ein bisschen blöd werden. Deswegen Pflanzenmove for the win. Ich würde mal sagen, ich gehe auf den Wine Whip. Wine Whip ist an sich immer noch eines der krassesten Attacken hier überhaupt. Zumindest im Rahmen dieses Spiels.
Gut. Und ja, gut, du hast eigentlich, wie gesagt, nur den Nebel, den du ja nur mit ja, wegmachen musst. Und das war's ja eigentlich auch. Und ansonsten kannst du eigentlich die VM07 bis ist es quasi mit gewesen sein. Oder das war nur so eine ganz weirde Sache. Du bekommst extra eine VM, um einen Nebel mit wegzumachen. Und ansonsten hat dies wirklich keinerlei Relevanz. Wirklich gar nichts. Also von daher auf den letzten Platz definitiv auflockern, weil was anderes war der Auflockern nicht mehr zugange. Und vor allen Dingen, ich weiß eigentlich gar nicht, ab welchem Zeitpunkt quasi man auch im Auflockern so im Competitive mit einsetzen konnte. Muss man es mal mitsehen. Ja, Commodore! Ich habe jetzt wenigstens wieder die Gelegenheit, mir ein Gardas mitzuholen, deswegen nutze ich das mit dieser Gelegenheit. Los geht's! Ich sollte mir vielleicht mal die neue Anime holen, wenn ich quasi hier Pokémon angeln möchte. Damit ich auch mal was anderes bekomme als nur Commodore. Tja, wie bitteschön kriege ich denn jetzt eigentlich dieses Vieh denn so dermaßen geschwächt, dass ich es fangen kann? Obwohl, warte mal, ich habe jetzt quasi seinen Platscher deaktiviert. Er greift mich jetzt nur noch mittels Verzweifler an für die nächsten paar Runden. Vielleicht wäre das so ein guter Aspekt. Ich habe jetzt sicher noch Force-Swipe. Aber keiner hat quasi so Force-Swipe irgendwie mit am Start. Wow, der Schaden, der ist ja dort ja immens. Verzweiflung haut ja ordentlich rein. Apropos, dann machen wir quasi hier mit dem vorletzten Platz mit weiter. So nebenbei mit erwähnt, ich weiß eigentlich gar nicht, oh, nice, schön gefangen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele VMs es denn überhaupt mit gegeben hat. Ich dachte eigentlich so, dass es so die 8 VMs mit gegeben haben müsste. Und ja gut, da müssen wir natürlich erstmal mit sehen. Also das Ding war auch im Übrigen, um mal kurz mal von dem Ranking mal mit abzuschweifen, in der 4. Spielegeneration, also in... Ne, so gesehen auch in der 3. Spielegeneration. Also Rubin, Saphir, Smaragd, als auch in Diamant, Pearl und Platin hast du mit Abstand die meisten VMs mit gehabt und du hast keinen Plan, warum man überhaupt so viele unnötige VMs mit benötigte. Deswegen im Übrigen auf den vorletzten Platz, und das zähle ich da noch als VM mit hinein, ist quasi VM Blitz. Sei es zum Beispiel der ersten Spielegeneration mit eingeführt, VM 05 Blitz oder regulär Blitz, was dann ab irgendeinem Zeitpunkt dann nicht mehr eine VM mehr mit war. Ja gut, Blitz ist so gesehen aber auch so ein falscher Ausdruck, weil du assoziierst es quasi mit einem, ja, Lichtblitz und kannst dann dementsprechend, ja, dafür mit sorgen, dass du dann dementsprechend damit eine Elektroattacke mit ausübst. Also so zumindest vom Ansatz her. Und das Ding ist, ja, das war ja mal komplett useless, weil das ist so gesehen eine Normalattacke, die eigentlich nur in Anführungsstrichen da ist, wo man eben dann in der jeweiligen Höhle, also im Felstunnel so gesehen, dass es dann dort mal mit hell ist. Wiggly Fairy. Okay, ich würde mal sagen, das lasse ich mal so stehen. Wir gehen auf den Stampfer. Wake Up Slap. Oh gut, das ist ja super effektiv, aber wegen der Typenkombination normal Psycho. Nur neutral effektiv. Okay, nichtsdestotrotz. Ja, also Blitz, beziehungsweise ab Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, hat es ja dann den Namen Lichtflut mitgegeben. Gut, ich sag mal Lichtflut, also ja, Assoziation für Flutlicht ist es eigentlich auch nicht so das Gelbe vorbei, muss man jetzt sagen, aber ich finde, kann man eigentlich so mit stehen lassen. Aber ja gut, das hast du eigentlich auch nur benötigt, um halt eben dann zum Beispiel im Felstunnel Licht mit zu haben. Und in der ersten Spielegeneration, da brauchtest du eigentlich noch keinen Blitz, weil da konntest du einfach so dich im Felstunnel nicht mit orientieren. Und irgendwann hast du es quasi auch mit rausgefunden, wo es eigentlich so richtig lang geht. Also von daher passt es ja auch so mehr oder weniger. Tja, und ansonsten, du hast zwar noch die Chance, dass die Genauigkeit des Gegners zwar um eine Stufe mit gesenkt wird, aber nebenbei mit erwähnt hast du dann auch noch, naja gut, was soll man sagen, eine nicht gerade hundertprozentige Genauigkeit. Also wenn es zumindest eine Elektroattacke mit gewesen wäre. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit auch dazu führt, dass du dann wenigstens mit dieser Attacke zu 100% treffen tust. Unabhängig davon, ob dann der Side-Effekt von Genauigkeitsdrop mit eintritt oder nicht. Ja gut, ansonsten ist diese Attacke wirklich einfach nur nutzlos. Nutzlos hoch 3, muss man wirklich sagen. Und ich orientiere mich im Übrigen bei den VMs auch so, dass ich dies dann so einordne. Oh, den Kader, nice.
von den wirklich nutzlosesten bis vielleicht brauchbarsten Attacken, die man sich so vielleicht so mit vorstellen kann. Und da wären wir quasi ja schon beim nächstplatzierten. Das ist dann so gesehen Kraxlor. Kraxlor ist eigentlich nur eine VM, oh, fast gekillt, eine VM, die du überwiegend nur einsetzt, um halt eben im Postgame irgendwo mit voranzukommen. Ansonsten brauchst du diese Attacke eigentlich gar nicht. Es gibt so manche Stellen, wie zum Beispiel auch in Diamant, Pearl, also in Platin, wo halt eben Kraxlor unmittelbar nach dem Erhalt von Friedas Arena Orden Rang 7, dass du dann noch Kraxlor damit benötigst. Oder eigentlich dann nur in Platin, in Diamant und Pearl war das nicht so der Fall, also nicht so primär. Und ansonsten, ja gut, Kraxlor, schön, du kannst einfach hier Wände hochkraxeln, das war's. Aber auch nur genau dann, um eben dann dort wahrscheinlich irgendeinen Pokéball oder was auch immer damit zu grabben. Und das ist ja auch ein bisschen sehr... gut, ich weiß nicht, wie ich das hier auffassen soll. So, mal sehen, Ninkato, was gebe ich denn dir für einen Namen? Da du quasi ein Weibchen bist, nenne ich dich hier quasi Sasuke. Sehr schön. Und das würde dann noch später hier noch zu einem potenziellen Ninjask und Ninja. Oh, stimmt, Ninjask und Ninja Tom. Das wird sick. Ich bin eigentlich mal gespannt, wie es damit werden würde. Auf jeden Fall muss ich diese ja dann miteinander kombinieren. Oh, ich hätte einen Tunnel bekommen können. Never ever. Ein Tunnel hätte ich hier niemals bekommen. Weil das hat eine Fangrate von 3. Das ist kein legendäres Pokémon, aber es hat eine Fangrate von 3. Aber wie geil wäre das gewesen, wenn ich so ein Tunnelbild bekommen hätte. Das wäre mega sick gewesen. Oh, Memor. Ja, ich wollte mal sagen, vierfach schwach gegenüber Zwischenattacken, los geht's. Minimize, irgendwie nicht ganz so gut, aber gut. Ja gut. Ja, Kraxlor selbst. Du kannst damit auch so als Side-Effekt den Gegner auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit quasi ja verwirren. Zumindest ist es halt eben mit machbar. Aber Swagger sage ich schon, Kraxlor hat er dann auch nur eine Genauigkeit von, ich glaube, 85%. Ansonsten ist auch diese Attacke komplett nutzlos. Aber wirklich sowas von nutzlos. Also, das kannst du keiner erzählen, wie das hiermit ist. Tja, und ansonsten, haben wir quasi noch ja, weitere VMs, die ich euch natürlich nicht mit vorenthalten möchte. Wobei man aber auch mit sagen muss, dass die anderen VMs an sich jetzt auch noch so ein paar kleine Besonderheiten mit haben. Fangen wir zum Beispiel auch mit dem viertletzten Platz mit an. Also warte mal, wie viele VMs? Ich glaube, es gibt nur 8. Ach, keine Ahnung. Ich werde dann eh alle mit aufzählen und dann vielleicht irgendwie hier mit einblenden oder was auch immer. Tja, also Taucher ist zumindest auch so eine VM, die du eigentlich in Rubin, Saphir, Smaragd mit eingeführt bekommen hast. Und in der vierten Spielegeneration, da gab es eigentlich keine Möglichkeit, Taucher irgendwie mit zu benutzen. Und zusätzlich hast du auch noch Feuerrot, Blattgrün dazu nicht die Möglichkeit gehabt, Taucher mit zu verwenden. In Diamant, Pearl, Platin hattest du das nicht. In Schwarz-Weiß, also Schwarz-Weiß 2, da hattest du zwar die Gelegenheit, Taucher mit zu verwenden, aber ich glaube, das war auch nur hier in Ondola oder in der Bucht von Ondola, wo du dann eben dann ja, in so einer Unterwasserhöhle mit tauchen konntest, um eben dann dort irgendwelche Items, wie unter anderem hier die ganzen Argeos-Tafeln mitzuholen. Ansonsten hast du Taucher eigentlich nicht so großartig mitbenutzt, Alter. Oh. Ich meine, das Design der Flügel, okay. Aber die Augen. Ja, Poifree, ja moin. Warte mal, du greifst da mehr speziell offensiv an. Weißt du was, dann schicke ich auch jemanden rein, der hier speziell offensiv dann definitiv mit knüppeln soll. Machen wir das. Ja, Taucher selbst. Das Besondere ist, der Taucher ist dann so gesehen eine Attacke, die halt eben erst noch einen Auflademodus noch mit benötigt. Und das Ding ist einfach... Du kannst Taucher mit einsetzen, zum Beispiel, wenn du unter Wasser bist. Du kannst Taucher mit einsetzen, wenn du zum Beispiel nicht im Gewässer mit bist. Taucher setzt du eigentlich aber auch nur genau dann ein, um eben dann irgendwo mit zu tauchen, wie zum Beispiel... Ach so, stimmt, der hat diesen Steier mit offen. Ach, Mensch, das krieg ich das jetzt mit vor lauter Gequatsch. Das habe ich das gar nicht hier mal live bekommen. Der Critical Hit, der war ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, es wäre so der Moment gekommen, wo ich lieber auswechseln sollte.
Wo war ich gerade schon stehen geblieben? Ja. Also Taurus selbst kannst du dir eigentlich dann ab diesem jährigen Zeitpunkt mal, ja, sonst irgendwo mit hinstecken, weil das hatte dazu keinen großen Mehrwert mit gehabt. Fein, was mir auch noch so mit einfällt. Im Gegensatz zu dessen Pendant mit Schaufler, wobei Schaufler hier natürlich ja keine VM mit Elster vom Markt gesehen, also zum Glück nicht, das wäre ja katastrophal mit gewesen, Taucher nicht so den Side-Effekt, wenn du Taucher einsetzt und der Gegner kommt mit Surfer, dass du dabei den doppelten Schaden nimmst, so wie es bei Schaufler und Erdbeben mit der Fall ist. Also du hast ja quasi dort Schwebe, Pokémon Logic und wie es dazu kam, Hegepflege Aufzucht, kennt man da zu Genüge. Und ja, Taucher selbst, schön, es ist einfach nur da. Und wie gesagt, du brauchst es halt eben hier in der dritten Spielegeneration eigentlich auch nur, um eben in die Unterwasserhülle mitzukommen. Die dann irgendwo random auf der Route, lass mich nicht lügen, ich glaube auf der Route 218 müsste es mit gewesen sein. Also irgendwo mitten in einem Wassergelände kommst du sonst niemals darauf, dass man dort ausgerechnet dann dort tauchen muss. Oder dass du halt eben dann noch Xenero-Welt mitkommen tust. Wobei Xenero-Welt du dann relativ einfacher mitfinden kannst als diese Unterwasserhöhle. So, warte mal, wer will Feeder Dance erlernen? Achso, der will. Gut, es senkt die Attacke des Gegners um eine Stufe. Nee, um zwei Stufen. Na gut, könnte man eigentlich mit drin lassen. Ich würde mal sagen, da packen wir mal hier ärztlich mal mit raus. Ist ja ziemlich ätzend. Aber nimm einfach so gerne mit. Ich habe jetzt schon wieder 21 Minuten auf der Uhr. Glaubst du gar nicht. Aber gut, nichtsdestotrotz. Jetzt kommen wir aber auch so langsam zu den VMs, die eigentlich so gesehen mehr Bedeutung haben, im Sinne von, dass sie auch eine Existenzberechtigung mit haben. So in diesem Sinne. Und da haben wir halt eben zum einen Stärke. Stärke wurde so gesehen auch in der ersten Spielgeneration mit eingeführt und hat eigentlich so den Effekt, so wie sonst eh und je auch, dass du quasi ja, Felsen wegschieben kannst, um halt eben dann an Orte mitzukommen, wo du sonst nicht so mit hinkommen konntest. Ist ja mehr als offensichtlich. Ansonsten Stärke selbst, gut, es ist dann in Anführungsstrichen nur eine Normalattacke und das hat dann auch wieder so den negativen Side-Effekt. Hier kann ich mir sogar noch einen guten Pokémon holen. What? Warte, ich muss das mal kurz gucken. Ich bin jetzt hier auf Route Nummer 7. Ich muss mal kurz mal in die Karte mal gucken. Die Karte selbst, ich bin... Ja gut, ich muss jetzt mal hier wieder hier rüber switchen. Was immer sehen. Route... Ist ein bisschen schlecht hier dargestellt. Hier fahren wir aus der Freunde City. Das ist Route 5. Hier haben wir eine Route 7, habe ich gerade noch mit gesehen. Hier ist quasi Saladin City. Gut, das ist auch noch so Route 7. Route 16, ja doch, das muss Route 7 sein. Also, die Karte hier ist noch ein bisschen buggy, sag ich mal. Ich könnte mir jetzt hier meinen Routen-Pokémon holen oder sogar noch irgendwo dort vorne. Und ich würde mal sagen, das mache ich dann, glaube ich, hier. Na komm, dreht noch gegen die doch mit an. Wenn es dort irgendwo unten mit lang geht, dann will ich wissen, wo es dort mit lang geht. Glurion. Oh, das wäre ein schönes Pokémon gewesen. Okay, du bist von Typ... Ja gut, was für eine Evoli-Entwicklung könntest du denn eigentlich entsprechen? Ach egal, wir werden sehen. Okay, Fire Spin. Also Feuer, Feuer, Feuerpflanze, Feuergift. Ich glaube, das war eine schlechte Idee, dass ich jetzt hier mit einem Pokémon jetzt hier nicht rauswechseln kann. Ist gerade ein bisschen sehr ungünstig. Insbesondere, wenn dieser noch mit Fire Spin kommt. Ich würde mal sagen, Lickit wird jetzt sterben. Ich darf das Pokémon nicht heilen. Und ich bin jetzt so gesehen in ja, Fire Spin jetzt mit gelockt. Das kommt gerade ein bisschen sehr ungünstig. Hoffentlich kann ich mich hier noch befreien, bevor Lickit hier mit drauf geht. Gut, in der Zwischenzeit kann ich hier quasi weiterreden. Es hat nur eine einzige Attacke und das ist Fire Spin. Okay, ich wurde befreit. Oh, nice. Schnell raus hier.
Ich gehe zu wen gehe ich? Ich gehe zu Terry. Terry regelt. Oh, nochmal Schweigert. Ja, wir kommen erstmal so zur nächsten Attacke und das ist quasi Zerschneider. Zerschneider hast du eigentlich nur da, um die Zerschneiderbüsche mit zu beseitigen und das war's. Was anderes machen diese Zerschneiderbäume eigentlich nicht. Warum ich aber Zerschneider dann mehr vor Stärke mitgesetzt habe, weil du quasi Zerschneider schon relativ frühzeitig mit einsetzen kannst oder beziehungsweise schon musst, um halt eben dann regulär mit weiterzukommen. Bei Stärke, das hast du dann erst relativ spät und dann kommst du auch so an einigen Stellen ran mit Stärke. Oder ehrlich gesagt, du findest eigentlich schon so an manchen Orten schon Stärkefelsen, aber kannst diese erste viel später erst mit erreichen. Deswegen meines Erachtens hat der Zerschneider sogar noch eine bessere Sache als im Stärke selbst. Ist zumindest meine Sache, aber ansonsten ja gut. Stärke, also hier ja, Zerschneider sage ich schon, hat eigentlich auch nur eine Normalattacke. Mehr macht diese Attacke eigentlich gar nichts. Also wenn es also auch von Typ Pflanze mit wäre, hättest du das mal voll mit abgekauft, weil dann hätte das wenigstens auch eine Daseinsberechtigung. Ansonsten ja, komplett useless, meines Erachtens. Da könnte ich mir sogar einen Ponita mir holen von dem Typ da. Der möchte dann was haben. Der möchte einen Reitschuh haben. Warum sollte ich denn bitteschön mir extra erst einen Reitschuh besorgen? Nur damit ich es dann gegenüber einem Ponita tauschen kann. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt benötige. Von daher, nein. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Was hat ihr denn hier alles hier reingetan? Sogar noch ein Spielplatz. Die wollen sogar noch kämpfen? Okay, gut, überziehe ich halt eben hier heute mal wieder den Part. Schon wieder 26 Minuten, egal. Nutze ich das gerne mal. Eigentlich wollte ich doch jetzt nur auf die Route und dort meine Routen-Pokémon mir zu holen. Das war eigentlich alles, was ich noch haben wollte. Soviel dazu. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon so zu den nächsten VMs. Und da haben wir zum Beispiel Fliegen. Fliegen ist mit Abstand eine sehr gute VM, weil die das verwendest du regulär ja auch für Flug-Pokémon und das ist auch mit Abstand dann eines der stärksten Flugattacken, die du dir mit vorstellen kannst, die jetzt keinen Recoil-Damage mit haben, wie zum Beispiel Himmelsfeger oder Sturzflug, die dann dementsprechend auch schon ihre Zeichen besuchen. Kann man erstmal nach wie vor so mit dem, ja, lassen. Und ja, ansonsten wird es dann auch schon ein bisschen abenteuerlich, weil Fliegen selbst, ich krieg dieses verdammte Vieh jetzt nicht down. Dein Ernst? For real. Okay. Dann machen wir es mal ein bisschen anders. Ich weiß, es ist ziemlich schon kacke, dass ich jetzt auf diesem Weg das Ganze mitmachen muss, aber gut, was soll's. Dann machen wir das jetzt ein, zwei auf diesem Weg. Ja, Fliegen selbst, habe ich eigentlich zu Fliegen jetzt noch etwas mit zu sagen? Eigentlich jetzt nicht so unbedingt, von daher, gut, können wir das erstmal so mit abstempeln. Dann haben wir noch Zertrümmerer. Zertrümmer selbst kam ja quasi auch schon in der zweiten Spielegeneration schon mit vor, war da allerdings noch keine VM, das wurde quasi erst ab der dritten Spielegeneration zu einer VM. Und Zertrümmerer nutzt du eigentlich nur, um ja Felsen mit wegzukloppen und das war's. Mehr machen diese hier mal überhaupt nichts. So gesehen könnte man nicht so Trümmer dann auch auf einen schlechteren Platz mit ranken. Also ich würde mal sagen, wenn ich dann auch so dieses Ranking-Video dann speziell hier außerhalb des Spiels mitmache, werde ich das dann auch nochmal hier separat mit tun, dann auch so die Liste noch ein bisschen mit anpassen. Das könnte man dann eigentlich so mitstehen lassen. Wäre sogar mit voll dabei. Okay, bevor jetzt hier noch irgendeiner hier random mit mir hier einen Kampf mit bestreiten möchte, schlage ich mal vor, dass ich jetzt lieber hier mal meinen Routen-Pokémon mithole. Und ich würde mal sagen, Link wird das Ganze hier mit einleiten. Weil der ist ja momentan noch das schwächste Glied in der Kette. Vulpix. Ich werde mal auswechseln, weil ich habe so das Bedürfnis, jetzt nicht unbedingt ein Stahl-Geist-Pokémon gegenüber einem Feuer-Pokémon drin zu haben. Wäre leicht kontraproduktiv. Ich gehe zu Pampers. Vulpix. Schönes Wohl, oder? Wärst du da voll dabei? Will-O-Wisp. Will-O-Wisp mich doch nicht. Ich hätte sogar das Ganze auch predikten können. Fällt mir so nebenbei wieder auf. Okay. Waterpulse. Das würde ich das safe rauszimmern. Training Kiss macht wenig Schaden. Ich gehe für den Gainer. Bin ich sogar noch gefangen. Ich kriege jetzt Birnschaden und Birnschaden.
Au. Backe. You? Serious? Gut, ich muss mich erstmal hochheilen. Hilft jetzt erstmal nichts anderes. Junge, 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 Junge. Mal sehen, habe ich jetzt eigentlich eine Vollmet vergessen? Ich habe doch safe eine vergessen. Oder? Haben wir jetzt eigentlich schon alle? Nee, stimmt, hier eine habe ich noch. Stimmt, eine gibt es hier noch. Eine habe ich noch und das ist Kaskade. Meines Erachtens auf den zweiten Platz Kaskade. Stimmt, wir haben im Übrigen dann das Surfer. Also Surfer ist dann bei mir dann hier auf dem ersten Platz. Kaskade selbst eigentlich eine wirklich sehr starke Wasserattacke, die du jetzt nicht in Kämpfen mit einsetzen tust, um eben dann dementsprechend den Gegner mit zu flinchen, sondern eben auch hier für Wasserfälle mit sehr hochzukommen. Aber gerade auch so die Wasserfälle, die wirst du dann eigentlich schon mehr so zum Ende des jeweiligen Hauptspiels mitsehen, wenn du eben dich dann auch hier zur Pokémon-Liga mitmachst. Da wirst du dann eigentlich mehr so Kaskade hier einsetzen und dann dort mit umsetzen. Ansonsten, Kaskade selbst kannst du eigentlich so festhalten. Es ist eine verdammt starke Attacke, habe ich dann zuvor schon mit gesagt, aber dafür, dass sie dann auch dementsprechend ziemlich oft mit die Wahrscheinlichkeit hat zu flinchen, finde ich eigentlich, ist das eine Muss-Attacke, die muss unbedingt mit hinein. Gut, mal sehen. Wir nehmen Superbälle. Superbälle to go. Los geht's. Vulpix, du gehörst mir. Und da kommen wir eigentlich auch schon so auf Platz 1 und das ist dann meines Erachtens dann Surfer. Surfer eigentlich so die Main-Attacke schlechthin, die benutzt so zum Beispiel, um halt auf die Zinnober-Insel mitzukommen und dann Pyro mit wegzuspülen. Oder Giovanni mit wegzuspülen. Surfer ist so die, Statusattacke für sämtliche Wasser-Pokémon, die man überhaupt noch haben kann. Gut, mal sehen. Was für einen Namen geben wir eigentlich noch Vulpix? Ich würde mal sagen, Vulpix geben wir den Namen. Ich gebe Vulpix den Namen Foxy Love. Also wer Drawn Together mit angeschaut hat, wird dann dementsprechend wissen, wieso ich jetzt genau auf diesen Namen mitgekommen bin. Slackheath hätte ich noch mitbekommen können. Schön für Slackheath. Aber ich habe jetzt an sich so kein Interesse dran. Wow. Ein Schritt und schon kommst du ins nächste Pokémon hier mit hinein. Wie geil ist das denn? Okay, Leute. Ich werde jetzt erstmal hier noch einen Schnitt für euch besetzen und dann, werde ich quasi in der Pokébox mal den Fang mit begutachten. Dann wird sogar noch hier ein Special mitgeben. Es werden dann wieder Pokémon miteinander fusioniert. Also bis gleich. Also mal sehen. Im Übrigen, ich habe quasi noch ein Pokémon-Ei mitbekommen. Und in diesem Pokémon-Ei, habe ich das eigentlich so beim letzten Part schon mal gezeigt? Na, also das Ding war, ein NPC hier in Lavandia. Ja, der hat dann eben dann mehr oder weniger mir ein Isso-Ei mir gegeben und ja, man kann sich schon selber bedenken, was auch so mit Schlüpfen tut. Ob ich dieses Pokémon jemals in mein Team aufnehmen werde, es ist ziemlich fraglich, weil ohne EP-Teiler ist das Training zum einen verdammt schwer und zum anderen, wohin genau mit zu trainieren, ist noch schwerer. Gut, nichtsdestotrotz wollen wir erstmal gucken. Wir haben Monster. Monster muss ich hier im Übrigen ja gleich paaren. Swift Swim, ja kurz Platschow. Dann haben wir Sasuke. Sasuke mit einem scheuen Wesen. Also Angriff minus im Vergleich zum Speed plus. Ich würde mal sagen, da weiß ich schon, was ich da tun werde. Absorger Fury Sweep, Mud Slap, Sand Attack. Wow, was für geile Attacken. Und Foxylove mit einem frechen Wesen. Also hier hätte ich gerne das freche Wesen und hier hingegen das im scheue Wesen mit drauf. Weil dieses Pokémon, das greift mir speziell offensiv an. Und nicht physisch. Also zweimal das falsche Wesen. Junge, Junge, Junge. Da bin ich ja froh, dass es ja dann wirklich nur dieses Wesen mit hatte, weil ansonsten hätte Firespin mir verdammt viel Schaden mit verursacht. Okay, nichtsdestotrotz, es muss ja quasi noch fusioniert werden. Dann wollen wir mal sehen. Organize Fuse. Zunächst muss ja erst einmal Link fusioniert werden. Oder, ne, warte, ich muss jetzt eigentlich jetzt Link mit Pampers jetzt fusionieren. Ich glaube, die waren als nächstes mit dran. Dann werden wir dieses Mal mit fusionieren. Ich habe quasi 5 DNA-Speiser. Und das fusionieren wir quasi mit Pampers. Mal sehen, was rauskommt. Wir haben Fee-Geist oder Stahlflug. Fee-Geist wäre eigentlich richtig geil. Aber das Ding ist, ich habe dann mehr ein physisch-offensives Pokémon. Und da gibt es dann sehr wenig Feen-Attacken. Auf der anderen Seite habe ich dann Geist-Attacken. Die sind aber auch mehr speziell.
Ist es dann fraglich, was oder wie man denn da machen könnte? Auf der anderen Seite haben wir Stahlflug. Stahlflug, eine immense Feuerschwäche, aber ich könnte... Na gut, jetzt muss ich aber auch mal so kartentreißend mal nachfragen. Würde mir das eigentlich irgendwas bringen, weil Toketic bzw. Tokekiss kannst du da mehr speziell offensiv an. Ich würde nur sagen, da gehe ich auf Fehlgeist. Ich mache daraus einen Fehlgeist. Los geht's. Mal sehen, was rauskommt. Naja gut, kann man so stehen lassen. Also mal sehen. Sword Happiness Pokémon. Jop, lass mal erstmal so mitstehen. Leute, wir haben jetzt zwar schon mittlerweile 36 Minuten, aber komm, ich mache halt eben daraus mal wieder so einen langen Part, weil muss erstmal mit sein. Gut, jetzt ist natürlich die Frage. Pampers oder Link? Wie nenne ich diesen jetzt? Ich würde mal sagen, ich bleibe mal bei Link. Und mal sehen. Welche Fähigkeit wollen wir nehmen? Serene Gaze? Wir nehmen auf jeden Fall Serene Gaze. Serene Grace meine ich. So hastiges Wesen. Angriff minus, defensive... Nee, warte mal. Speed plus, defensive minus oder defensive plus und Angriff minus. Da du dann mehr speziell offensiv dann sein wirst, wirst du ein kühnes Wesen. Okay, Moves jetzt passen wir erstmal auch noch mit an. Training Kiss. Training Kiss bringen wir jetzt erstmal auch noch mit hier rein. Vor allem, ich habe jetzt nur physische Attacken. Was ist da los? War das jetzt lieber so eine gute Entscheidung? Vielleicht sollte ich es doch lieber auf physisch offensiv lassen. Aber da habe ich jetzt auch nicht so die passenden Attacken. Ich sag mal, Schwertanz und Verfolgung sind eigentlich auch so gute Attacken. Ich bin Automatisch, können wir euch mit drin lassen. Verkehrt war es eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, Fairy Cutter. Lassen wir eigentlich mal mit drin. Pursuit, schmeiß ich mal raus. Gut, Gainer brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aquavelle, gut, das kann man quasi per LTM, aber das kann ich eh oft mit einsetzen. Da behalten wir quasi mal Aquavelle, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und mal sehen, dann haben wir natürlich noch Donnerwelle. Donnerwelle, ja gut, Donnerwelle könnte man eigentlich auch mit reinnehmen. Aber gut, jetzt habe ich so gesehen zwei Attacken hier. Ach komm, Automatisch schon wieder aus. Machen wir das dann eben jetzt auf diesem Weg. Und wenn wir schon mit dabei sind, wollen wir jetzt auch noch Monster fusionieren mit Sasuke. Gut, ich hatte dann Käferwasser oder Wasserboden. Käferwasser oder Wasserboden? Gut, Wasserboden wird dann extrem schwach gegenüber Pflanzen. Tja, was mache ich denn da eigentlich? Ich meine, in beiden Fällen kommt dann irgendetwas raus, was man nicht sehen möchte. Oder ich spreche diese Fusion ab und werde Foxy Love miteinander fusionieren. Da hätten wir zum Beispiel Feuer-Wasser. Feuer-Wasser, das wäre sogar mega nice. Oder Wasser-Feuer. Also kann ich jetzt entscheiden zwischen Feuer-Wasser oder Wasser-Feuer. Was nehme ich denn? Ich spreche das auch mal ab. Und werde mal die beiden mal versuchen miteinander zu fusionieren. Wie sieht es denn eigentlich bei dem aus? Hätten wir Feuer-Boden oder Käfer-Feuer? Ich würde sagen, da gehen wir mal hier auf Feuer-Boden. Obwohl, den kann ich eigentlich auch nicht nehmen, weil ich muss ja quasi ja, die beiden jetzt miteinander fusionieren, ob ich will oder nicht. Die beiden, die müsste ich am besten auch noch mit fusionieren, habe ich bisher auch noch nicht mitgemacht. Schlimm. Oder ich nehme Swooper und Monster. Ne, ich mache das erstmal wie folgt. Ich fusioniere jetzt erst einmal Monster und dazu nehme ich jetzt erst einmal Sasuke. Und ich entscheide mich jetzt für... Wir nehmen Käferwasser. Käferwasser, los geht's. Schon wieder 40 Minuten auf der Uhr. Junge, du, die Zeit vergeht wie im Flug. Naja, gut, kann man so stehen lassen. Zu Ninkarp. Gut, Ninkarp. Da. Sehr schön. Mal sehen. Wir lassen es mal bei Monster. Bei Swift Swim. Careful. Special Defense Plus gegenüber Special Attack oder Speed Plus. Auf jeden Fall careful. Definitiv das mit Abstand das beste Wesen. Gut. Absorb Sand Attack, Fury Swipes, Mud Slap. 20, 18. Na komm, besser als der Furienschlag. Gut, Leute, dann werde ich jetzt erstmal diesen Part hier erstmal vollständig wieder mit beenden. Und im nächsten Part werde ich mich hier noch ein bisschen mit erkunden. Deswegen. Erstmal wieder so ein langer Part, aber das muss erstmal sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.